184 von F, L und Y. Das ist ja eine Frechheit, ja. Ich glaube, der Guardian können wir uns sogar schon holen. 98 von jedem. Wir können die Items ja auch verkaufen, ne? Also 98 Fly war das, ne? 98 war knapp. Ah, L-Pieces fehlen noch. Achso, okay. L-Pieces fehlen noch, ja. Ja, Freunde, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was wir denn jetzt machen, denn... Ja, die Quest hat sich erledigt, die Dump-Quest schaffen wir derzeit nicht. Könnten wir denn mal fragen, ob uns wer helfen kann. Aber ich glaube, weil das eher so... Ja, wir würden da auf jeden Fall Hilfe bekommen, das denke ich mal ganz klar, von irgendwem auf jeden Fall. Weil ihr sowieso die geilsten seid. Das Problem ist, wenn ich das jetzt in der Aufnahme mache, das zieht sich so lang, weil Dumps, die sind Level, habe ich ja letztes Mal schon geguckt, 94 oder so sind die, glaube ich, ne? Kann ich nochmal eben schnell nachgucken. Ja, 91 und mit Level 62 die hauen, da ist der Damage so gegen minus 325.000. Ich würde sagen, da machen wir diese Aufnahme auf jeden Fall noch ein bisschen hier schön. Okay, Party ging nicht, schade. Machen wir diese Aufnahme noch schön ein bisschen hier, Giants hunten vielleicht, können wir machen, um ein bisschen leveln, denn wir haben die Guardi-Eye, die Eronior und jetzt fehlen uns noch, ja, die Garbage-Spider, also diese Spinnenviecher, damit wir davon auch 45 haben, denn diese Quests bringen ja eigentlich so knapp 20%, die kann man eigentlich auch so nebenbei machen, Freunde, weil die bringen ja auch XP, ist ja nicht so, ist ja nicht so, als wenn die Viecher dann keine XP bringen würden, die bringen sie ja auch. Oh, hört ihr das? Jetzt fliegt ihr gerade zum Flugzeug entlang. Ich bin cool, ich kann ein Flugzeug fliegen. Leute, aber Flugzeug fliegen ist bestimmt geil, ne? Wenn ihr da so selber so einen Schein fährt, so Flugzeug fliegen und so, ne? Oder Hubschrauber. Läuft richtig. Ja, wie einige es vielleicht von euch jetzt schon mitbekommen haben, auf Facebook oder im Minecraft Let's Play, übrigens, wer Facebook hat, wäre nice, wenn ihr meine Facebook-Seite liken könnt. facebook.com/hikesuyoutube. Mama. Und ja, ich habe jetzt meinen Führerschein, ne? Also runter von deutschen Straßen, am besten meldet eure Autos ab und ja, bleibt am besten den ganzen Tag zu Hause, ne? Weil wenn ich auf deutschen Straßen bin, das ist nicht so gut. Ja, beim ersten Anlauf beides geschafft, also Theorie beim ersten Anlauf und Praxis beim ersten Anlauf. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das beim ersten Anlauf auch gepackt habt. Ich kenne jemanden, der macht jetzt zum vierten Mal seine Theorieprüfung, weil er es immer noch nicht geschissen kriegt, seinen Arsch hinzusetzen und einfach mal ein bisschen zu lernen, Freunde. Das ist ja nicht zu viel verlangt. Einfach mal den Arsch hinsetzen und lernen. Lernen, lernen, lernen. Das kann's nicht sein, Freunde. Dass man da zu voll für ist. Wirklich nicht. Es geht um die Theorieprüfung, es geht um die Führerscheine, macht man einmal. Und außerdem kostet es jedes Mal, wenn man das verkackt und sich wieder neu anmelden muss, kostet das Geld. Das heißt, ihr müsst jedes Mal, wie ihr diese Quest jetzt, komm ich schon ganz bitte auf, wie ihr diese Prüfung macht, müsst ihr jedes Mal Geld bezahlen. Ihr zahlt also Geld für eure eigene Inkompetenz. Freunde, ey, da wären wir auch dem Prüfer gegenüber peinlich, ne? Als ich da saß und der hat schon wieder verkackt, da sagt der Prüfer so, ja, XYZ war wohl wieder nix. Also der kennt den schon, ne? Also ist so extremst peinlich, wenn du nach tausendsten Mal immer noch nicht diese billige Prüfung fertig kriegst, ne? Und zumal die auch gar nicht so schwer ist, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Da lernt man mal irgendwie, was weiß ich, ein paar Mal für ein paar Minuten und dann hat man da drin und dann... Da kann er auch eigentlich nicht schief gehen, Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Ne? Okay, Praxis kann man natürlich verkacken, gerade wenn man nervös ist. Ihr glaubt gar nicht, wie nervös ich war. Also ich war schon wirklich extrem nervös, ne? Da hat der Prüfer auch gesagt, warum sind sie denn so nervös? Da wurde erst gefragt, ob das sein Ernst ist, ne? Wieso ist man denn so nervös? Ich weiß nicht, vielleicht weil es um meinen Führerschein geht und der Prüfer hinten in meinem Auto oder im Auto sitzt. Warum sind sie denn so nervös? Ja, warum wohl, ne? Da war auch wieder die dümmste Aussage, die ich seit langem wieder gehört habe. Zack, und hier rasieren wir auch so durch. Freunde, jetzt weiß ich übrigens auch, warum wir letztens so gut gedroppt haben, weil wir hatten Doppel-XP und Doppel-Drop-Event, was ich ein bisschen verpennt habe und deswegen haben wir so gut gedroppt, also hier diese Rescon-Suit, Chrysler-Gauntlets, Restron-Gauntlets,
Da haben wir ordentlich gut gejobbt, ne? Auch noch so ein paar Waffen und so. Zwar keine Greens, aber trotzdem noch. Wow, Kollege, jetzt reicht noch. Greift's, wieso greift den scheiß Stonehead nicht? Freunde, jetzt läuft aber lief aber gerade gar nicht. Da mussten wir erstmal nochmal einen dicken Rückzieher machen. Das ist halt der Nachteil an so einem Vagranten-Equip. Ihr habt halt keine Defensive und kriegt halt richtig hart aufs Maul. Das muss ich aber kurz nochmal rennen, damit ich Stonehead machen kann. Mir fehlen noch MP hier. Warum regeneriere ich denn noch keine MP? Kann mir das noch wer sagen? Aha. So, und jetzt kann ich den eben down machen. Zack, zack, zack. Und jetzt kriegt er richtig auf den Fress. Gib ihm, böse! Mann! Oh. Also ich glaube, ist gut, dass wir im letzten Part den Green Morgan nicht mehr gesehen haben. Weil ich glaube, der hätte uns ganz schön gefistet, der Giant Green Morgan, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der hätte uns schon ordentlich auseinandergerissen. Wow, boah, da müssen wir auch richtig Pillen schlucken hier, ne? Aber ich glaube, das war nix, oder? Ne, das war überhaupt nichts. Das war nix. Hier so ein Rotzding und hier auch noch Rotze. Diese Fruit Puff Rate oder wie das Ding heißt. MP-Trank. Ne. Alles in allem schlechte Ausbeute. Können wir kurz gucken, ob der Elderguard da ist. Dann nehmen wir den Spaß noch mit. Hier müssen wir sowieso die Quest-Items schon sammeln. Ist der Typ da? Is this guy for real? Look at this guy. Look at this. Aussehen wie beiseite mit, hab ich gesagt. Zack, zack, zack. Das ist unser Pet. Na, sieht aber nicht so positiv aus hier, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, der hat einfach keinen Bock auf uns. Nope. Ich glaube, der Geek ist nicht da. Man kann nicht immer Glück haben, Freunde. Oder? Ist er noch hier irgendwo? Ne. Schade, Freunde. Schade. Giant auch nicht am Stiesel. So. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Garbage Spider. Die ich ja vorhin schon angekündigt hatte. Und die holen wir uns jetzt. Mit Gewalt, wenn sein muss. So. Da ist es jetzt ja wieder ein bisschen stumpferes Mob-Kloppen ist, wenn wir mal ehrlich sind. Hole ich mal eben mein iPhone raus, ne? iPhone. Bestimmt gibt's jetzt irgendwen, der in den Kommentaren schreibt, es heißt aber iPhone. Hab ich schon wieder nichts gelernt, du dummer Spaß. So. Was gibt's denn hier Neues? Boah, das Dumme ist, ich kill die Monster so schnell, da kann ich gar nicht auf mein Handy gucken. Ihr seht, die gehen so schnell down hier. Zack, 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 zack. Bam, Junge, bam! Dicker, boah. 5K-Crit. Also richtig übel, quasi. Quasi-Modo. Leute, guckt ihr eigentlich Animes? Wieso kann man das... Jetzt war ich schon wieder volles... Das Wichtigste kann ich nicht aufnehmen. Freunde, guckt ihr Animes? Wenn ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, welche. Also ich habe früher mal gern Animes geguckt und zwar eigentlich fast nur Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwie habe ich halt doch mal wieder Bock bekommen, ein paar Animes zu schauen. Und ich kenne mich in dem Gebiet fast überhaupt nicht aus und muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich eher so der Serienfan. Ich glaube, habt ihr schon gehört, Breaking Bad habe ich ja mittlerweile durch. Und ja, was wollte ich denn sagen? Breaking Bad habe ich durch. Ich habe jetzt mit Rome angefangen. Das ist eine richtig geile Sendung. Ich kann mal so ganz grob, ohne zu spoilern, erklären, worum es da geht. Und zwar, damals in Rom haben ja Pompeius und Caesar teilweise, glaube ich, gleichzeitig geherrscht, weil ja Pompeius der Konsul war und Caesar hat ja irgendwo in Gallien rumgechillt oder so und hat da erobert und so, ne? Und auf jeden Fall geht's in Rome, also so ist es auf jeden Fall in der Staffel 1. Ich weiß nicht, wie es in Staffel 2 ist, weil ich es dann noch nicht gesehen habe, dass halt Caesar und Pompeius Feinde werden und da so ein kleiner Krieg, kann man sagen, mit so ein paar Nebenquests
Quests, kann man sagen, noch auftritt, also Nebensachen noch, ne? Zwischen Liebesgeschichten und so, auch so ein bisschen. Also, ist eigentlich quasi für jeden was dabei. Und ja, gleichzeitig gucke ich auch noch Under the Dome. Das ist, habe ich ja schon mal gezählt, in der Folge ungefähr 44 muss das gewesen sein. Die ist ja irgendwie so.